Komm aber Leute, was geht ab? Ich bin Kaido Arkan. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum dritten Kapitel von Zeros Tea Time, das Amuro-Spin-Off, gezeichnet von Gosho Aoyama. Diesmal haben wir etwas ganz Besonderes, und zwar wird uns die Beziehung von Kasami und Amuro etwas besser erklärt. Zumindest kriegen wir mal einen vollständigen Tag mit. Beide arbeiten ja bei der Sicherheitspolizei, und die erste Besonderheit, die uns auffällt, ist, obwohl Kasami älter ist, ja, erst der 30 Jahre, ist er Amuro unterstellt. Normalerweise ist es aber so, dass umso älter du in Japan bist, ja, umso einen höheren Hahn hast du eigentlich. Und das ist ganz besonders wichtig. Hier ist es aber nicht so. Und irgendwie scheint es ja auch im Manga durchgekommen zu sein, auch im Anime, beziehungsweise auch im Kinofilm, dass Kasami und Amuro irgendwie ein Verhältnis haben, was weit über das Arbeitsverhältnis hinausgeht. Und wir werden direkt reingeworfen. Kasami verfolgt einen flüchtigen Verdächtigen, ja, über eine Häuserbrüstung, und auf einmal zieht er dann ein Messer und Kasami fällt runter, kann sich aber noch festhalten. Der Täter scheint entkommen zu können, aber nein, im Flur wartet dann Amuro auf ihn. Der hat ja ein Messer gezogen. Der Unbekannte, der Täter, der verfolgt wurde, rennt auf Amuro hin, und Amuro ist natürlich ein Badass, macht auf einmal einen Sidestep und entwaffnet den anderen. Er ist ja natürlich auch sehr, sehr kampfaffin, was wir unter anderem auch im 20. Kinofilm The Darkest Nightmare mitbekommen haben, ja, gegen natürlich Shushi Akai, aber auch natürlich am Anfang gegen Kurasou, und hat ihn dann entwaffnet. Dann sind Kasami und Amuro wieder zusammengekommen. Kasami hat sich entschuldigt, ja, dass er keine Hilfe war. Amuro fand das irgendwie trotzdem nicht so schlimm, aber dann ist ihm was aufgefallen, und zwar, dass Kasami sehr, sehr müde aussah, ja, der hatte Augenringe, und dann hat er einen Vergleich gestellt und gesagt, pass mal auf Kasami, du siehst so ein bisschen aus wie Shushi Akai, ja, der hat auch so diese Augenlider, was man ja praktisch mit diesen Augenringen gleichsetzen könnte. In dem Zusammenhang, was ziemlich lustig ist, weil Shushi Aka ist ja sozusagen sein Erzfeind. Und ja, dann haben sie sich so ein bisschen unterhalten, auch über das Böse, dass sie im Endeffekt für die Sicherheitspolizei arbeiten und gegen das Böse kämpfen, ja, gegen die Kriminalität. Und dass es sehr, sehr wichtig ist, seinen eigenen Körper zu schonen. Und da hat er eben auch gesagt, ey, Kasami, pass mal auf, hast du etwa zu wenig geschlafen? Achte bitte besser auf deinen Körper, denn nur, wenn man selbst einen ausgeruhten und gesunden Körper hat, kann man sich natürlich dann dem Bösen gegenüberstellen. Ja, sie haben so ein bisschen Smalltalk unterhalten, was sehr, sehr geil war, obwohl da nicht sonderlich viel passiert ist, obwohl diese Action-Kampfszene mega krass gezeichnet wurde von Gosho. Ja, auf jeden Fall krass Respekt, haben wir noch nie so gesehen eigentlich in dem Ausmaß. Und dann sind sie zusammen zu einem Restaurant gefahren, ja. Kasami musste sich aber wirklich bemühen, wach zu bleiben. Er war todesmüde, hat er sich dann immer gesagt, ich darf nicht einschlafen, ich darf nicht einschlafen, ich darf nicht einschlafen, ich darf nicht einschlafen, ich darf nicht einschlafen. Aber letztendlich ist er doch eingeschlafen, ja. Sie sind auf dem Weg zum Restaurant eingeschlafen, Amuro ist dann mit dem Wagen von Kasami gefahren. Ziemlich lustige Sache. Und ja, er war aber trotzdem irgendwie glücklich, ja. Man weiß noch nicht genau warum, aber Kasami scheint wirklich ein sehr, sehr guter Freund von Amuro zu sein. Vielleicht wird uns das im Verlaufe der nächsten Kapitel besser erklärt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch mal das letzte Video an. Für mehr Informationen über Detektiv Conan folgt ihm doch auf Instagram, Twitter oder Discord.